Kampftruppenschule Hammelburg. Im VN-Ausbildungszentrum der Bundeswehr übten Sanitäter und Fallschirmjäger für ihre Aufgabe im Rahmen der UNO. Als erstes wird die Ausrüstung überprüft und mit notwendiger Sonderausstattung für den kommenden Einsatz ergänzt. Ein neues Prüfgerät erleichtert die Dichtigkeitsüberprüfung der ABC-Schutzmaske. Einfach kannst du mal direkt atmen. So, die Schutzmaske ist dicht. Wichtige Voraussetzungen für die Verwendung in einem fremden Land sind Grundkenntnisse über Sitte und Gebräuche der Landesbevölkerung. Auf die Theorie folgte die Praxis. Anschaulich und wirklichkeitsnah zeigt die Lehrübung Blaue Hilfe mögliche Situationen und lagegerechtes Handeln. Das Behindern von Fahrzeugen, das Vorgehen gegen Anlagen der VN-Truppen durch Einheimische und entsprechende Verhaltensregeln sind ebenso Teil der Ausbildung wie mögliche Reaktionen unserer Soldaten beim Zusammentreffen mit der Zivilbevölkerung im Rahmen einer humanitären Hilfsmaßnahme. Die Mittagspause. Willkommene Unterbrechung der konzentrierten und anstrengenden Ausbildung. Welche Gedanken bewegen Soldaten, wenn sie für den Einsatz üben? Ich würde sagen, eine gewisse kontrollierte Angst. Also schon ein bisschen Angst im Hinterkopf, weil gegen Schützen könnte man zum Beispiel gar nichts machen. Im ersten Moment. Ich sag mal, wer keinen Respekt mehr vor der Sache hat, der wird auch leichtsinnig. Von daher denke ich, Respekt sollte man schon von der ganzen Geschichte haben. Wenn man das zu leicht nimmt oder auf die leichte Schulter nur nimmt und sagt, wir werden spazieren, dann kann da nichts werden, in meinen Augen. In Phase 3 üben die Lehrgangsteilnehmer in 7 Stationen typisches, sinnvolles und sachgerechtes Verhalten. All dies geschieht unter den strengen Augen des Ausbildungspersonals. Das war ein Rauteckgriff, dann hat man ihm die Füße überschlagen, dann haben sie die Probleme schon nicht mit baumelnden Füßen. Das muss ja in Fleisch und Blut übergehen, immer. Und wenn er ansprechbar ist, immer mit dem sprechen. Dann sagt er einmal selber, wo tut's mir weh, wo habe ich eine Verletzung oder deutet drauf hin. Das Bergen von Verwundeten, das Sichern und Abstützen von Gebäuden. Hier ist überlegtes und sorgfältiges Handeln gefragt. Wo keine technischen Hilfsmittel zur Verfügung stehen, muss improvisiert werden. 4, 11. Die Rettung von Verschütteten kann schnell zu einem Problem werden. Das Finden von nicht detonierter Munition, das vorsichtige Vorgehen sowie die rasche Bergung der Eingeschlossenen und Verwundeten fordern Mut und Kraft. Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Hartmut Bagger, überzeugte sich vom Ausbildungsstand der Soldaten und sprach die Notwendigkeit des Ausbildungsprogramms an. Es ist natürlich gut, wenn wir die Soldaten auch auf Dinge vorbereiten, die zwar jetzt zur Zeit noch nicht aktuell zu erwarten sind, die aber möglich sind. Zum Beispiel solche Situationen, wie ich sie hier gerade gesehen habe, mit dem Bergen von Verschütteten nach einem Artillerieüberfall oder was weiß ich immer. Acht auf die Fahrertür vom Kraftfahrer! Zweites Fahrzeug. Dass der Ausfall eines Kraftfahrzeuges gefährlich werden kann, zeigt die Station Medivac. We found hand grenade. Wollt ihr uns übergeben? Ganz ruhig, Männer. Immer wieder ist beim Zusammentreffen mit der Landesbevölkerung besondere Vorsicht geboten, um unvorhersehbare Gefahren abzuwehren bzw. im Notfall schnell zu handeln. Ziel der erweiterten Ausbildung in Hammelburg war und ist die umfassende Vorbereitung für einen VN-Einsatz.